Wir sind hier in der Altstadt, an der Kaplergasse, in der Lingerie-Boutique Risqué, welche der Satellit von Andrea ist. Es ist jetzt ein halbes Jahr vergangen, seitdem Andrea ihre Zusammenarbeit mit der Sexpertin Maggie Tapper und der Fachpsychologin für Sexualtherapie Dania Schifftan begonnen hatte. Hier sind jetzt ihre Kunstwerke ausgestellt. Von weitem her wirken die Bilder von Andrea auf mich manchmal wie ein farbenfrohes Feuerwerk oder ein Muster. Aber wenn man näher hingeht, sieht man die Organe und die dargestellten Bewegungen und ist vielleicht ein bisschen geschockt, aber das ist auch das, was das Interesse weckt. Ich finde, es ist sehr schön und wichtig, dass sich Andrea mit diesem Thema befasst in ihrer Arbeit, weil ich denke, dass es ein Thema ist, was für viele Menschen noch schwierig ist. Durch ihre lebhafte und frohe Art ist Andrea bestimmt die richtige Person, um vielen Menschen dieses Thema näher zu bringen.